Tausend Jahre Popkultur. Herzlich willkommen zu Tausend Jahre Popkultur mit dem heutigen Thema von allen guten Geistern verlassen. Willkommen. Willkommen im zweiten Teil von Episode 6. Ja, wir geben uns Mühe, ganz besonders creepy zu sein heute. Genau. Ja, die sehr fleißigen Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts haben ja mal hoffentlich den ersten Teil letzte Woche gehört. Ich will da nur ganz kurz Bezug zu nehmen, weil ich da angekündigt hatte, dass ich von dem Label, was ich vorgestellt habe, nämlich Ghostly International, einfach um die Bandbreite zu demonstrieren, noch gerne einen zweiten Song spielen würde. Wir haben letzte Woche Shigeto gehört, das war eher elektronisch, verspult, jazzig. Jetzt hören wir etwas ganz anderes. Jetzt hören wir nämlich die Frauenband namens School of Seven Bells. Sagt dir das was? Nein. Dann solltest du dir diesen Namen merken, denn die sind wirklich sehr toll. Und die machen aber überhaupt, also das ist schon auch ein bisschen elektronisch, aber irgendwie ist es Indie. Mhm. Aber es ist sogenannt, man nennt es, glaube ich, Dream Pop. Mhm. Es ist also irgendwie so ätherisch moderner Pop. Sie klingen so ein bisschen so, und das ist mir letztens aufgefallen, als ich mir das nochmal genau angehört habe, so das Album. Die klingen so ein bisschen so, als hätten Shakespeare's Sister und Wilson Phillips ein Kind gezeugt. Das klingt vielversprechend. Was in der Zukunft geboren wurde. Wir hören jetzt von School of Seven Bells, Half Asleep. Viel Spaß. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Sehr schön. Ne? Irisierend verträumte Sounds. Sehr schön. Ja. Sehr empfehlenswert. Vielen Dank für den Tipp. Sehr gern. Ja. Kommen wir nun zu einem Film, einem absoluten Klassiker. Mhm. Und ich habe so gedacht, wer damals eine Kinokarte für den Film gekauft hat, bekam richtig was geboten. Aber so richtig was. Zwar soll es um Beetlejuice gehen. Aha, geil. Ja, ich sage es nicht dreimal, weil sonst taucht der vielleicht gleich auf. Das könnte passieren. Beetlejuice, Tim Burton. Natürlich. Was gibt es mehr zu sagen, wenn man Tim Burton hört, weiß man. Reicht schon als Beschreibung. Reicht schon als Beschreibung, ja genau. Wobei es sein erster großer Film war eigentlich. Den hätte man eigentlich auch fast jeden Film nehmen können. Eigentlich schon, genau. Aus dem Jahre 1988. Für das Drehbuch zuständig waren tatsächlich mehrere Leute. Darauf kommen wir später nochmal kurz zu sprechen. Aber es seien hier genannt Michael McDowell und Warren Scarron. Der erste sagt mir was. In den Hauptrollen Alec Baldwin, Gina Davis, Jeffrey Jones, Catherine O'Hara, Winona Ryder, Michael Keaton als Beetlejuice. Der Film beginnt und wir sehen das junge Ehepaar Barbara und Adam Maitland. Mhm. Die haben nämlich ein Haus auf dem Land in Connecticut. Und alles ist prima, bis sie eines Tages mit dem Auto unterwegs sind. Und weil da irgendwie ein Hund auf der Straße ist und sie blöd um diesen Hund herumfahren müssen an einer Brücke, schaffen sie das nicht so ganz und stürzen in einen Fluss. Naja, gut. Als sie nach Hause kommen, fängt schon mal gut an, ne? Nicht so rund gelaufen. Hey, ja. Nicht so ganz, ne? Nein, als sie nach Hause kommen, bemerken sie, dass sie kein Spiegelbild mehr haben. Erste Anzeichen, ja. Und im Haus liegt ein Buch mit dem Titel Handbuch für kürzlich Verstorbene. Handbook for the Recently Deceased. Ja. Und sie ahnen, dass sie den Unfall nicht überlebt haben. Gut, mehr als das, möchte man sagen. Ziemliches Pech. Ja, Adam verlässt dann auch kurz das Haus. Aber auch das wird schwierig, denn er landet prompt in einer surrealen Wüstenlandschaft voller riesiger Sandwürmer. Und das ist schon der erste visuelle Schocker, den man erlebt. Und man denkt, okay, das ist jetzt kein normaler Film, der da auf uns zukommt. Ne? Also das ist schon krass irgendwie, also wie das dargestellt ist. Mhm. Ja, er wird dann ganz schnell wieder ins Haus gezogen von Barbara. Und da sind sie jetzt. Also die Realität ist also, die beiden haben diesen Crash nicht überlebt. Und das Haus steht leer und wird verkauft an Familie Dietz aus New York. Mhm. Auch diese Familie ist ein bisschen exzentrisch. Was heißt auch? Denn die
die Maitlands sind eigentlich überhaupt nicht exzentrisch. Das ist quasi so das normalste Duo in diesem ganzen Film eigentlich. Die Geister sind die normalsten eigentlich, muss man sagen. Ja, die Deeds aus New York erwerben dieses Haus. Und Charles Deeds ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich auf das Landleben freut. Seine zweite Ehefrau Delia ist Künstlerin, stellt Skulpturen her und ist so eine richtige New Yorker High Society Kunstlady, findet das Landleben erstmal total schrecklich. Also sie ist quasi entfernt, viel zu entfernt von der Szene in New York und fragt sich, wie das jetzt hier so weitergehen soll. Ja, dann haben sie noch eine Teenager-Tochter namens Lydia. Sie ist Grufti und immer mit einer Kamera unterwegs und fotografiert alles und jeden. Und ist immer so mit so einem schwarzen Trauerschleier und weiß ich nicht, als dann die Eltern sagen, ja, guck mal, es gibt doch hier noch einen Dachboden, da können wir einen Darkroom für dich einrichten. Dann sagt sie, my life is a, was sagt sie, my life is a darkroom, a darkroom. Irgendwie sowas, ja. Also sie ist halt völlig irgendwie... Geht ja, in ihrer eigenen auf. Welt, bitte. Sie geht da drin auf. Sie geht da drin auf, genau. Ja, Mutter engagiert dann ihren guten Bekannten, einen Innenarchitekten, der das ganze Haus modern umdekoriert, während Adam und Barbara die verstorbenen Geister unterm Dach verweilen und es sich dort, naja, ein bisschen zurechtgemacht haben. Plan ist es aber, dass sie die neuen Besitzer loswerden wollen, weil so ganz gefällt denen das natürlich nicht, dass da jetzt irgendwie Fremde im Haus wohnen. Das ist ja so ein bisschen auch so der rote Faden durch viele Geistergeschichten, die in einem Haus spielen, dass die Geister irgendwie nicht wollen, dass da neue Leute reinkommen. Ja, verständlich ne? auch. Ja, ne? absolut. Jedenfalls konsultieren sie dann das Handbuch für kürzlich Verstorbene und landen daraufhin in einem Wartezimmer im Jenseits, weil sie wollen jetzt ja wissen, wie schaffen wir es, dass Familie Deeds verschwindet. Ne? Und das Jenseits ist auch eine ganz eigene Welt, wie man sich das so vorstellt, ja. Aber gar nicht so ganz anders als unsere, denn alles ist bürokratisch organisiert. Jeder, der dort landet, hat eine Nummer, die aufgerufen wird. Und es sitzen dort Geister und Verstorbene, die dort sitzen, um an die Reihe zu kommen und aufgerufen werden. Irgendwann sind sie dann soweit und erfahren von ihrer Fallberaterin dort im Jenseits, dass sie 125 Jahre als Geister in ihrem Haus verbringen müssen. Und wenn sie die neuen Besitzer loswerden wollen, müssen sie sie irgendwie verschrecken und selbst loswerden. Also da hilft ihnen jetzt keiner. Ne? Okay. Kommen dann zurück in ihr Häuschen und überlegen sich, okay, sie spielen Gespenst, indem sie sich ein Bettlaken überwerfen, ne? wie man es halt so kennt, ja. Und versuchen da die neuen Hausbewohner zu verschrecken, aber das bringt irgendwie nichts. Und obwohl Adam und Barbara ja eigentlich unsichtbare Geister sind, werden sie eines Tages von Lydia, also von der Tochter, gesehen. Lydia hat die beiden zuvor auch mit dem Bettlaken fotografiert und bemerkt, oh, da sind ja keine Füße. Lydia seltsam. Ist fasziniert, sehr seltsam. Lydia ist fasziniert und freundet sich mit den beiden an. Denn die beiden sind halt total zugänglich, ne? Also ganz liebe Geister halt, ja? Adam und Barbara sehen dann unterm Dach einen Werbespot, wo der Geist Beetlejuice seine Dienste anpreist. Also er sagt eben, ruft mich an. Ruft mich. genau. Und ich helfe euch, euer Haus wieder menschenfrei zu machen, sozusagen. Sie werden zwar vor Beetlejuice gewarnt, rufen ihn aber dennoch herbei. Wie macht man das? Mit der Seance? Ja, man muss ja oder Beetlejuice... Ein Ouija-Board. Man muss Beetlejuice rufen. Und zwar wie häufig? Ach, dreimal. Dreimal. Mhm. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Mhm. Zuerst haben sie Schwierigkeiten. Du hast jetzt es gemacht. Gesagt. Fuck, ja. Scheiße. Jetzt werden wir nicht mehr los. Jetzt werden wir nicht mehr los. Nee. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte was sagen, aber... Das ist schon Beetlejuice-Werk wahrscheinlich. Ja. Ja. Nun ja, jedenfalls taucht Beetlejuice dann auch auf und er ist ja eine ganz merkwürdige Gestalt. Ne? Also so ein grober, rüpelhafter Typ, der irgendwie flucht und wirklich unangenehm ist. Ne? Und er schreitet auch direkt zur Tat und verschreckt die Familie Deeds mit wirklich gruseligen Sachen. Also lässt er so eine Riesenschlange irgendwie auftauchen und Monster und so und alle sind irgendwie geschockt. Und jedenfalls schaffen sie es dann, also die beiden, Barbara und Adam, schaffen es dann aber, Beetlejuice quasi zurückzuwünschen. Und er landet dann in so einer Art Miniaturwelt bei denen auf dem Dach. Also es ist wie so, wie so eine Landschaft mit so einer Modelleisenbahn, ne, im Grunde genommen. Und da lebt er dann quasi als Miniaturgespenst und findet es auch total schrecklich, ne, weil er sieht natürlich, er ist total klein und kommt da halt erstmal nicht raus. Aber da ist er erstmal... also sie sind vor ihm in Sicherheit, indem er dort halt ist. Ne? Ja. Okay,
Ja, Charles und Delia Dietz, also die Eltern von Lydia, sind aber angetan. Also sie sind irgendwie angetan von dieser Geistergeschichte, finden irgendwie ganz cool. Mhm. Charles hofft, dass sein Boss die Stadt, in der sie eben dieses Haus erworben haben, zu einem coolen Ort des Übersinnlichen macht. Also er wird da direkt so ein geiles Geschäft. Und auch die Ehefrau, Delia, freut sich irgendwie, weil sie denkt, dass ihre coolen Künstlerfreunde das sicherlich auch ganz abgefahren finden werden, wenn da irgendwie Geister im Haus sind. Naja, so kommt dann eines Tages dann der Boss mit seiner Ehefrau und dem Innenarchitekten, sie kommen zu Besuch und um eben quasi den Geist in echt zu sehen, oder die Geister in echt zu sehen, und der Innenarchitekt findet eben dieses Buch der Recently Deceased führt eine Geisterbeschwörung durch. Und es passieren dann, also er schafft es auch, und es passieren wirklich geisterhafte Dinge. Und ja, das junge Ehepaar taucht dann quasi über diesem Stuhl auf, schwebend und aber plötzlich total gealtert und ganz schrecklich. Und es ist, naja, also ein Exorzismus steht kurz bevor. Aber Lydia kann es gerade noch irgendwie abwenden, indem sie Beetlejuice zu Hilfe ruft, denn nur er kann jetzt helfen. Mhm. Ne? Okay, aber er stellt Ansprüche. Und mehr will ich auch gar nicht verraten, was diese Ansprüche sind und wie es dann damit weitergeht mit dieser Familie und Beetlejuice. Jedenfalls, ihr hört schon, ein skurriler Trip, den sich Tim Burton da, ja, den er da quasi auf The Lloyd gebannt hat. Der Film ist zum Kultfilm avanciert, muss man sagen. Ja, definitiv. Kann man glaube ich, nicht anders sagen. Nee, das kann man nicht anders sagen. Es gab ein Budget für diesen Film von 15 Millionen Dollar. Mhm. Und tatsächlich wurden nur 1 Million Dollar für visuelle Effekte ausgegeben. Interessant, weil da eine Menge visuelle Effekte drin sind. Ja, und man denkt, so, okay, wie ist das denn? Ja, eigentlich. Absolut. Mhm. Also das ist auch, also dieser Film ist wirklich in... eine Achterbahnfahrt, muss man sagen. Also, du hast da irgendwie alles drin. Und deswegen sagte ich eingangs, also wer damals eine normale Kinokarte bezahlt hat, hat viel mehr bekommen, als er eigentlich erwarten konnte. Ne? Weil da wirklich ein krasses Ding irgendwie mit einem passiert, finde ich. Ne? Der Film spielte insgesamt 73 Millionen Dollar ein, also durchaus ein sehenswerter Erfolg, auch an der Kinokasse. Aber zu den Effekten ist zu sagen, dass Tim Burton diesen Film bewusst billig in Anführungsstrichen gestalten wollte, weil der Film an B-Movies seiner Kindheit erinnern sollte. Ah. Mhm. Und somit sind dann die Special Effects Leute dann umgestiegen auf so Effekte wie Stop Motion beispielsweise, Animationen, Prothesen halt, die irgendwie angebracht wurden, Puppen kommen drin vor, also diese Figuren, Bluescreen wurde eingesetzt, also es gab eine ganze Menge an technischen Effekten, die eingesetzt wurden, aber alle wirklich echt ein bisschen unbeholfen, aber trotzdem ganz geil, also nicht alle unbeholfen, also gerade diese Puppen sind schon ziemlich abgefahren, finde ich, die dann da gerade im Jenseits irgendwie vorkommen, das ist schon sehr, sehr abgefahren. Ja, das ist abgedreht. Sehr, sehr abgedreht, ja. Der Film war eben, wie gesagt, ein Erfolg, obwohl das Drehbuch zu Beginn vielen als viel zu verrückt galt. Mhm. Also die erste Fassung, die eben jener Michael McDowell, der ja bekannt vorkam vom Namen, verfasst hat, hatte noch richtige Horrorelemente. Mhm. Und weniger so dieses skurril, humorvolle, sage ich mal. Wobei humorvoll ist fast schon zu viel gesagt. Also es ist irgendwie einfach skurril. Mhm. Ne? Aber Tim Burton genau der Richtige. Ne? Absolut, er war total der Richtige, genau. Ja. Jedenfalls wurde das Drehbuch mehrfach umgeschrieben und auch wieder abgelehnt und hatte eigentlich kaum Chancen, darauf verfilmt zu werden. Mhm. Dann wurde ein anderer Drehbuchautor reingeholt ins Team, nämlich Warren Scarron. Mhm. Der schrieb es dann um und es bekam dann eben diese Leichtigkeit, die der Film ja auch hat. Mhm. Ne? Tim Burton selbst hat 2 Jahre vorher noch seinen Debütfilm gedreht, Pee-wee's Big Adventure. Ach, kenn ich. Krass. Ja, war mir aber irgendwie gar nicht so klar, dass der von Tim Burton war. Stimmt, aber es erklärt einiges. Genau. Und seitdem hat er eigentlich relativ frustriert auf ein tolles, neues Drehbuch gewartet, das seinem Anspruch gerecht werden würde und seinen Interessen. Mhm. Die Studiobosse drängten ihn auch, aber das waren ihm alles einfach zu typische Hollywood-Stories, die er hätte verfilmen sollen, auf die er keine Lust hatte. Er wollte was Ungewöhnliches. Und er selbst hat gesagt, das Skript für Beetlejuice war total anti all das, also anti Hollywood. Ne? Mhm. Es hatte keine richtige Story, es ergab keinen Sinn, es war ein Bewusstseinsstrom. Und der Autor oder einer der Autoren, McDowell, sagte, das fertige Drehbuch war ein ultimatives Paradoxon, ein Wohlfühlfilm über den Tod. Ist so, ne? Geil, ja, stimmt. Ja, lustig fand ich auch, dass wir die Rolle des Beetlejuice im Vorfeld
Sammy Davis Jr. als Tim Burtons Wunschkandidat galt. Das wäre auch geil. Wäre ganz geil geworden, oder? Definitiv. Ja. Mhm. Ja, das Studio lehnte aber ab und schlug stattdessen eben Michael Keaton vor. War das noch bevor Michael Keaton auch Batman bei Tim Burton gespielt hat? Richtig, ja, Batman war dann nämlich das Folgeangebot. Mhm. Also weil eben Beetlejuice so ein Erfolg war, kam dann irgendwann Batman. Alles klar. Genau. Keaton war aber insofern auch ein Glücksgriff. Und die Frage, ob das Sammy Davis Jr. so auch hinbekommen hätte. Der hat nämlich viel improvisiert. Ah, okay. Und Tim Burton und er haben viele gemeinsame Abende damit verbracht, auch das Drehbuch nochmal so ein bisschen aufzupeppen durch Improvisationen, ja, cool. Die sie sich gemeinsam überlegt haben. Mhm. Lustig ist, dass obwohl der Film nach eben Beetlejuice, nach dieser Figur benannt ist, ja, kommt Beetlejuice selbst als Figur nur 18 Minuten lang im Film vor. Ja, krass, stimmt. Mhm. Nur kurzen Auftritte. Genau, also er ist gar nicht von Beginn an dabei, irgendwann taucht er auf. Dann verschwindet er in seiner komischen Miniaturwelt und ist dann zum Showdown sozusagen auch wieder zurück. Ne? Mhm. Ja, Larry Wilson, der eben auch am Drehbuch beteiligt gewesen ist, sagte, es wird so viel über eine Beetlejuice-Fortsetzung gesprochen. Also ne, natürlich ist das so, wenn Kultfilme gedreht wurden, dass viele auch eine Fortsetzung wollen. Ja, erstaunlich, dass es noch keine gab. Ja, er sagt hier, ja, wir sehen hier warum. Also es wird so viel über eine Beetlejuice-Fortsetzung gesprochen, aber ich habe immer befürchtet, dass es heißen wird, wir hatten nur 20 Minuten mit ihm, also mit Beetlejuice selbst, ne, im ersten Film. Lass uns dem Publikum eine ganze Stunde in der Fortsetzung geben. Ich denke, es würde die Geschichte killen. Mhm. Es war lebhaft und außergewöhnlich. Es ist entscheidend, dass man ihn nicht zu lange auf dem Bildschirm hat. Mhm. Finde ich einen interessanten Gedanken. Mhm, stimmt, ja. Dass diese Figur, um die sich eigentlich vieles ja dreht, nicht ständig präsent ist. Ne? Ja, dadurch, dass dieser Film eben Kultstatus genießt, gibt es regelmäßig Filmaufführungen. Fans kleiden sich wie die Figuren im Film. Ne? Und interessant fand ich auch in einer Filmbesprechung diese Frage, die sich ja häufig stellt bei so Kultfilmen, wäre so eine Art Film heute möglich? Hm. Ne? Hm. Und da heißt es in einer Filmbesprechung Folgendes, ich lese mal vor. Da steht, wenn Beetlejuice heute in die Kinos käme, wüsste ich nicht, wie die Welt reagieren würde. Würden es die Leute gucken und staunen? Mhm. Oder wären sie wegen Beetlejuice beleidigendem Verhalten schockiert? Stimmt. Würden sie die Harry Belafonte-Songs verwirren? Oder würden sie es genießen? Es ist unmöglich zu sagen. Und das ist der Grund, weshalb diese Art von Film heute nicht gedreht werden könnte. Mhm. Er ist zu seltsam, zu riskant und sehr überdreht. Mhm. Also ich denke auch, so dieses Unberechenbare würde viele Hollywood-Bosse davon abhalten. Vielleicht, ja. So einen Film. Wobei es auch Beispiele für überdrehte Filme in den letzten Jahren gab, die ja, die auch so Genres oder Konventionen gesprengt haben. Mir fällt da ganz spontan dieser Everything, Everywhere, All at Once ein. Das war ja auch so ein ganz krasser, aus der Art schießender Film. Ja. Zum Beispiel. Ja. Hat auch funktioniert. Die Frage ist, würden es große Hollywood-Studios machen? Das ist die Frage. Oder ist es dann eher ein Indie-Film, der dann plötzlich auch Erfolg hat oder das so? Das stimmt. Ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das ist nicht sogar, wohl jetzt nur eine asiatische Darstellerin. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine asiatische Produktion ist. Oder es braucht eben einen Regisseur wie Tim Burton, der eben schon einen Hit voll gedreht hatte, dass man sagt, okay, der darf das jetzt. Ne? Ja. Das ist dann vielleicht der Schlüssel. Mhm. Ja, wir hören natürlich auch ein Lied aus dem Film. Ja. Wie gerade schon angedeutet oder kurz angesprochen, kommen auch Harry Belafonte-Songs drin vor. Ja. Tim Burton wollte wohl eigentlich auch gerne irgendwie richtige Motown-Sachen bringen, aber irgendwie rechtemäßig klappte das wohl nicht so ganz. Finde ich gar nicht schlimm, denn die Musik, die sie gewählt haben, ist genauso abgefahren und für die Szenen auch genauso skurril gewählt. Dass es also total gut passt. Wir hören jetzt im Prinzip das letzte Stück im Film Jump the Line, Shake Senora von Harry Belafonte. Geil. Und legen jedem ans Herz, sich den Film nochmal anzuschauen. Pflichtschau-Tipp. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Shake, 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 Senora. Ja, nice. Ja. Sehr schön. Dann bleiben wir überhaupt beim Thema Film und wechseln den Kontinent. Mhm. Und zwar verschlägt es uns ins ferne Asien zu A Chinese Ghost Story. Verführung aus dem Reich der Toten ist der deutsche Untertitel. Im Original übersetzt heißt der Film Der Geist eines hübschen Mädchens. Und das ist ein Film über eine Romanze zwischen einem Intellektuellen und dem Gespenst eines hübschen Mädchens aus dem Jahre 1987. Spielt
in China, ist auch eine chinesische Produktion, spielt im alten China wohlgemerkt. Mhm. Und die Story ist kurz umrissen. Der kindlich naive Schuldeneintreiber Ling Choi-san gerät auf einer seiner Wanderungen in ein Unwetter, das sein Schuldbuch zerstört und steht somit vor den Trümmern seiner Existenz. Nun ist er mittellos geworden und sucht eine Unterkunft für die Nacht und wird auf den Orchideentempel im nahegelegenen Wald verwiesen. Dort trifft Ling auf den ehemaligen Marshal Ying Chek-Xia, der sich in den Orchideentempel zurückgezogen hatte, um der Korruption und dem Hass der Menschen zu entfliehen. Doch auch hier findet er keine Ruhe, denn ein anderer Schwertkämpfer ist ihm auf den Fersen, um den Titel bester Schwertkämpfer zu erreichen. Nach einem Duell trennen sich die beiden auf gutes Zureden von Ling Choi-san. Während sich Jin in den Tempel zurückzieht, um zu meditieren, begibt sich sein Kontrahent an den Fluss, um seine Wunden zu reinigen. Und dort wird dieser dann von der schönen Geisterfrau Nip Siu Sin verführt und anschließend ihrer Herrin, einem 1000 Jahre alten Baumdämon mit enorm langer Zunge, zum Fraß vorgeworfen. Hin Chek Xia kommt zu spät und findet nur noch den ausgetrockneten Leichnam, der plötzlich durch böse Energie wieder zum Leben erwacht und Jin attackiert. Dieser kann ihn jedoch dank seiner spirituellen Kräfte besiegen und endgültig töten. Währenddessen hat Ling Choi-san gegen den gut gemeinten Rat von Jin sein Nachtlager im Tempel eingerichtet und versucht, sein Schuldbuch wiederherzustellen. Als Ling die Klänge einer Laute vernimmt, verlässt er den Tempel und trifft am See in einer Pagode die hübsche Nip Siu Sin. Diese versucht auch Ling zu verführen, doch durch seine naive und auch etwas tollpatschige Art erkennt sie schnell, dass Ling nur Gutes steckt und verschont ihn. Am folgenden Abend trifft er sich erneut mit Nip Siu Sin, die ihn bittet, sie zu vergessen. Ling Choi-san denkt jedoch nicht daran und folgt ihr zu ihrem Haus. Dort erzählt die Baumdämonin Siu Sin, dass sie dem dunklen Fürsten verkauft hat, der sie in 2 Tagen heiraten würde. Um gestärkt für den dunklen Fürsten zu sein, braucht die Baumdämonin jedoch noch weitere Menschenopfer und zählt dabei auf Siu Sin. Ling Choi-san bekommt von all dem nichts mit, da er sich in Siu Sins Wanne vor der guten Nase der Baumdämonin verstecken muss. Als ihm die Luft ausgeht und seine Tarnung aufzufliegen droht, taucht Siu Sin ins Wasser und küsst ihn. Nachdem die Baumdämonin verschwunden ist, beschwört sie Ling Choi-san, nie wiederzukommen. So viel erstmal zur Handlung. Geht natürlich noch weiter, aber auch hier ein absoluter Gucktipp. Allein schon von, ich weiß nicht, man kann es einfach nicht in Worte fassen, das Ganze ist bildtechnisch und auch, es ist halt asiatisch. Mhm. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Das hat so eine ganz eigene Ästhetik, die Schauspieler sind super. Das Lexikon des internationalen Films schreibt, rasant inszenierte Gespenstergeschichte mit einigen allzu deutlichen Effekten. Die Gesetze der Logik werden auf faszinierende Weise außer Kraft gesetzt, die Ereignisse geschickt in Bewegungen, Farben und Stimmungen aufgelöst. Und das beschreibt es auch super. Ja, der hat diverse Preise abgeräumt, zum Beispiel den Spezialpreis der Jury beim Festival International du Film Fantastique d'Avoriaz. Dann beste Regie beim Fanta Festival. Das hat nichts mit der Limo zu tun. Dann beim Fanta Sporto, den International Fantasy Film Award. Und beim Hong Kong Film Awards dann auch noch bestes Szenenbild, beste Musik und bester Song. Mhm. Ja, mit den Fortsetzungen A Chinese Ghost Story 2 und A Chinese Ghost Story 3 entstand in den Jahren 1990 und 91 eine Trilogie in Hongkong. Sie sind stark geprägt durch die Mischung von Stilelementen des Fantasy, buddhistischer bzw. taoistischer Traditionen, des Genres des Horrorfilms und auch Komödien. Also so für alle was dabei. Und wir hören jetzt natürlich die Titelmusik aus diesem Film, die besonders schön ist, gesungen von Leslie Cheung. Hören wir das Theme aus A Chinese Ghost Story. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, so viel zu den asiatischen Geistergeschichten. Sehr episch. Episch. Definitiv episch, auch der Film. Und sehr, wirklich, also einfach schöner Film. Mhm. Macht wirklich Spaß zu gucken, tolle Geschichte, atmosphärisch dicht und sehr empfehlenswert. Prädikat von mir aus. Wertvoll. Wertvoll. Ja, das Gleiche kann ich, also
zumindest das Prädikat wertvoll oder sehenswert, ja, kann ich auch vergeben für den nächsten Tipp, ja, zum Thema Geister und Geisterhaftes. Und zwar soll es um eine Serie gehen, die inzwischen auch in Deutschland zu sehen ist. Ja. Wo genau, weiß ich jetzt gar nicht. Es geht um eine BBC-Produktion namens Ghosts. Habe ich das gesehen? Da klingelt es gerade. Ja? Ja. Ich kann ja mal erzählen, worum es geht. Und dann mal, kannst du sagen, ja, habe ich gesehen oder nein, habe ich nicht gesehen. Ja, ja, nein, ja. Ja. Die erste Staffel lief 2019. Ja. Insgesamt gibt es bisher 4 Staffeln. Und es geht in dieser Serie um Alison Cooper. Ja. Alison Cooper erbt. Cooper. Stimmt. Ja, Alison Cooper erbt überraschend das riesige, aber heruntergekommene Herrenhaus, Button House, von einer alten, entfernten Tante, die sie irgendwie gar nicht wirklich kennt, aber die hat es wohl gegeben. Und da die keine Nachfahren hatte, geht das Haus nun an Alison. Mhm. Und Alison wird aber geraten, das Haus zu verkaufen, weil damit jetzt irgendwie nicht mehr groß was zu machen ist. Ne? Sie schaut sich es aber an und findet es ganz toll und beschließt dann auch, mit ihrem Ehemann Mike dort einzuziehen. Mit der Idee, hast du es gesehen? Ah, du verarbeitest es. Ja, du musst doch weitersprechen. Ja. Und mit der Idee, das Haus zu einem Hotel umzubauen. Mhm. Ja. Was sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass das Haus von Geistern bewohnt wird, die sie nicht so toll finden, dass neue Bewohner kommen und das Haus zu einem Hotel machen wollen. So. Das Ganze ist im Übrigen eine Comedy, ja? Also komödiantisch aufgezogen. Ja. So, und die Geister versuchen nun, Alison und Mike zu verschrecken. Und indem sie das versuchen, fällt Alison aus dem Fenster, schlägt sich irgendwie den Kopf auf, fällt in ein Koma und erwacht dann irgendwann nach einigen Tagen und kann von da an plötzlich die Geister sehen und hören. Ja. Sie erzählt dann auch Mike davon, der findet es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen, genau. Ja, er ist einfach ein bisschen verwirrt so, ne? Und fragt immer, mit wem redest du? Sind sie jetzt da? Dabei sind sie gar nicht im Raum. Oder er redet im Raum einfach vor sich hin, weil er glaubt, die Geister sind dort, aber sie sind gar nicht da und so, ne? Naja, so, jedenfalls beginnen, es ist aber so, dass sie nun ja eigentlich auch vorziehen könnten. Geister sind halt irgendwie ein bisschen merkwürdig und Alison findet es auch erstmal ein bisschen überwältigend, ne? Mhm. Kann man sich auch vorstellen. Ja. Sie sind aber finanziell ans Haus gebunden, weil es eine hohe Hypothek gibt und können gar nicht ausziehen. Also sie müssen dort bleiben. Okay. Und sind also zwangsläufig, im Prinzip dazu gezwungen, sich an diese neue Situation zu gewöhnen. Mhm. Und das ist so die Ausgangssituation. Also die Serie dreht sich zum einen um die Coopers, also die Hausrenovierung und die verschiedenen Arten, mit diesem Haus irgendwie auch Geld zu verdienen. Mhm. Also es kommt auch mal ein TV-Team ins Haus oder die ganzen Umbauarbeiten und so weiter. Naja, und dann gibt es ja eben diese Geister, die immer irgendwas im Schilde führen. Mhm. Und im Verlauf der Serie erfahren wir dann eben auch von den Lebensgeschichten oder auch den Todesarten der Geister. Und die Geister sind vor allem auch das, was das Ganze so besonders macht. Mhm. Also es ist eben eine englische Produktion, dementsprechend sind die Geister auch aus der englischen Geschichte so ein bisschen. Okay. Ne? Also wir haben zum einen Kitty. Kitty ist eine junge, naive und sehr romantische, junge Frau aus gehobenen Verhältnissen. So grob aus dem 18. Jahrhundert und sie hängt extrem an Alison. Also sie findet alles romantisch und Alison ist ihre neue beste Freundin. Und geil. Sehr, das habe ich nicht gesehen. Ja. Aber irgendwie kommt mir das trotzdem voll bekannt vor. Ich weiß gar nicht, warum. Oder habe ich da mal irgendwas zu gelesen oder irgendwie einen Trailer oder so gesehen? Ja, es hat auch noch mal eine amerikanische Variante gegeben. Ah, okay. Danach dann. Ja. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Als anderen Geist oder als weiteren Geist hätten wir Thomas Thorne, auch super. Er ist ein dramatischer Dichter des frühen 19. Jahrhunderts, der in einem Duell ums Leben gekommen ist und verliebt sich unsterblich in Alison. Also da hat sie die zweite Zecke an der Backe sozusagen. Geil. Schreibt ihr unentwegt Liebesgedichte, die aber überhaupt nicht gut sind und so. Ne? Und sie muss sich ständig irgendwie wehren und sagt, ich bin aber verheiratet. Und ja, das macht nichts und so. Und er träumt weiter von ihr, ja. Dann haben wir Julian Fawcett. Julian Fawcett ist so derjenige, der zuletzt verstorben ist, nämlich 1993. Er war Minister im britischen Parlament und sein Outfit, natürlich tragen sie entsprechend natürlich auch Kleidung ihres Jahrhunderts oder ihrer Ära. Ne? Mhm. Und Julian Fawcett trägt
keine Hose. Also er trägt ein weißes Hemd mit Krawatte und so Strümpfe mit so Stütz, mit so Haltern, weißt du? Und Lackschuhe oder was? Weil er während eines Sexskandals gestorben ist. Very British, oder? Das ja. auch, ja. Ist auch ja. vielleicht nicht unbedingt der schlechteste Tod, ich ja, weiß genau, nicht. Ja, genau. Er ist auch cool einfach so als Rolle. Und er ist auch der Einzige, der Dinge bewegen kann. Ah, ja. Ja, das hilft der Gruppe das natürlich. Die Telekinese ne? wieder. Mhm. Richtig, das ist auch ja, ganz praktisch eigentlich. Dann haben wir Lady Stephanie, Fanny Button, also genannt Fanny. Mhm. Sie ist so eine blasierte Frau aus dem frühen 20. Jahrhundert. Sie selbst ist auch noch, weil sie ja, allesamt sind ja Vorfahren von Alison letztlich. Ja. Ne? Also das Haus wäre ja insgesamt immer in Familienhand. Ja. Und diese Lady Fanny ist auch sogar noch auf alten Fotos im Haus zu sehen und auf so Gemälden und so weiter. Ja. Und bei ihr ist die Problematik, also sie ist... Warte mal, hat sie Suizid begangen oder was? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oder durch ihren Mann oder was? Jedenfalls durchlebt sie ihren gewaltsamen Tod jede Nacht als Geist und schreit dann halt immer. Irgendwann wird die Uhr umgestellt, damit sie halt nicht mehr mitten in der Nacht schreit und so. Naja. Dann hätten wir Patrick Butcher, genannt Pat. Butcher. Auch ein ganz süßer Charakter. Er war Anführer einer Art Pfadfindergruppe. Ja. Ja? Und läuft immer mit so einem Pfeil, den er durch den Hals geschossen bekommen hat, durch die Gegend. Also wir sehen schon, das ist seine Todesart gewesen. Mhm. Er selbst ist 1984 gestorben, also in der Ära stecken geblieben sozusagen. Er ist insgesamt ein ganz hilfsbereiter und lieber Typ. Ne? So. Dann hätten wir Robin, das ist der älteste Geist im Haus, ein Höhlenmensch. Und er spricht so ein bisschen grunzend. Ja? Super, ja. Muss ich auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall. Er hat aber auch gute Ideen. Also er wirkt eben sehr dümmlich, aber ist eigentlich echt voll schlau. Ne? Hat das Rad erfunden und so. So ähnlich. Er bringt nämlich, er kann das Licht im Haus zum Flackern bringen. Ja, genau. Also das ist so sein Talent. Mad Skills. Genau. Dann haben wir den Captain. Der Captain war Armeeoffizier während des Zweiten Weltkriegs. Heimlich homosexuell und besessen von seiner Zeit bei der Armee. Und ja, er glaubt auch irgendwie, dass er so der inoffizielle Leader der Geistergruppe ist. Also er plant alles und generalstabsmäßig und so weiter. Leader of the Pack. Genau so. The Ghost Pack, genau. Ja. Und dann hätten wir noch schließlich Mary. Mary ist auch so eine arme Seele. Sie entstammt dem 17. Jahrhundert und ist so eine einfache Frau vom Land, die aber immer Rauch, also die wird immer von Rauch umgeben, wenn sie sich bewegt. Und man ahnt schon irgendwie. Sie ist in Flammen aufgegangen. Oder richtig, so. Sie wurde nämlich als vermeintliche Hexe verbrannt. Und sie findet alles, also sobald irgendwas mit Gerichtsverhandlungen irgendwie zu tun hat, empfindet sie als extrem traumatisierend, ja? Und man bricht halb zusammen, weil sie das natürlich nicht erträgt, so, ne? Ja, und dann hätten wir noch so als unsichtbare Gruppe sozusagen eine Gruppe im Keller. Das sind Geister, die während der Pest gestorben sind und ständig im Keller sind und sich freuen, wenn da mal das Licht angeht und jemand reinkommt und so, sonst halt nichts passiert, ja. Das ist so, das ist die ganze Gang irgendwie. Geil. Also eine super Ausgangssituation klingt eigentlich. Total gut, ne? Ja, auf und jeden die Fall. Macher machen absolut das Beste draus. Ja. Ne? Zur Produktion kurz, die Idee der Autorin war es, eine Serie für Erwachsene zu machen, die auch von älteren Kindern geguckt werden kann. Mhm. Schöner Gedanke eigentlich. Ja, ne? Super. Und sie selbst sagen, dass sie ein wenig von Blackadder beeinflusst klar. wurden. Ja, was geil. Ja auch Kult ist, ja, ne? Zu voll. Recht. Genau. Außerdem als Inspiration genannt war Beetlejuice. Ja. Und die Rocky Horror Show. Ach, krass. Ja, wobei ich die noch so ein bisschen suche. Also ich weiß nicht, wo sie wieder runtergebracht haben. Jede Folge ist 30 Minuten lang. Also Time also Warp wirklich, kommt nicht drin vor. Nee, nein. Nein. Ja. Ja, wie gesagt, jede Folge ist 30 Minuten lang. Insgesamt gute Kritiken. Ne? Cool. Also absolut, es ist absolut sehenswert, total sehenswert. Geil. Also es ist auch so ein Highlight neben all den sehr ausgeklügelt produzierten Geschichten, die man so in den letzten Jahren bekommen hat. Es ist auch mal ganz nett, so ein bisschen was... Simples will ich gar nicht sagen, weil es toll gemacht ist. Also simpel ist es nicht, weil die Dialoge einfach super sind. Ja. Ne? Aber diese simple Ausgangssituation mit gutem Witz und einer guten Idee irgendwie, das geil. Ist total angenehm, finde ich. Weißt du, ob man die irgendwo gucken kann? Kann man auf jeden Fall. Weiß ich nicht, können wir mal verlinken, ja. einen deutschen Trailer oder so dazu. Ne? Ja. Wie gesagt, es hat dann auch ein amerikanisches, ich glaube im letzten Jahr wurden hier amerikanische Studios darauf aufmerksam und das Ganze ist nach Amerika geholt worden als Setting. Mhm. Hat mal reingeschaut. Im Grunde genommen ist es wie so oft eigentlich nur übertragen in amerikanisches Setting. Naja. Genau, die Geister haben halt amerikanische oder US-amerikanische Historie hinter sich. Hm, ja, weil ich würde das Original mir angucken, ja. wenn man es denn kann. Und
finde ich auf jeden Fall irgendwie sympathischer, muss ich sagen. Ja, cool. The Guardian hat geschrieben, wie wir über das Übernatürliche lachen, ist sehr britisch. Also in Bezug auf diese Serie. Aber es ist amerikanisch in der Art der Gags in Bezug zur Sendedauer. Hm. Sie sind wesentlich häufiger als derzeit üblich in britischen Serien. Also es ist halt wirklich so Gag auf Gags. Ja. Der Evening Standard schrieb, dies ist eine liebenswürdige Ensemble-Comedy. Allison und Mike staunen, sind charmant und einnehmend. Hm. Und The Times schrieb, es ist eine überraschend lebensbejahende Comedy über den Tod. Mhm. Das hatten wir irgendwo auch schon mal. Ich glaube bei, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo hatten wir das schon mal heute oder letzte Woche bei einer Kritik, ne? Ja. Genau. War das nicht? Ja. War es bei Beetlejuice? War es bei Beetlejuice? Könnte gut sein. Oder? Warte mal. Oder bei... I don't know. Ah, ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ja. Nichts falsch zu sagen. Ich würde gerne ein Lied spielen. Ein Lied, das ich eigentlich gerne auch separat nochmal als Lied durchgenommen hätte heute. Ja. Aber da fehlte mir dann die Zeit tatsächlich. Also im Sinne von uns fehlt hier die Zeit, das so nochmal ein bisschen umfangreicher zu besprechen. Ja. Aber es ist ein Lied, das mir sofort in den Sinn kam bei unserem Thema. du wirst es noch kennen, ihr alle werdet es noch kennen. Es ist aus dem Jahre 96, als nämlich Nick Cave auf Kylie Minogue traf und beide Where the Wild Roses Grow gesungen schön. Haben. Schön. Das hören wir jetzt. Ein sehr schöner. Das ist so schön gruselig und geisterhaft. Ach, they call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me if I do not know? For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me if I do not know.
name was Eliza Day. Ja, wunderschöner Song. Auch ein sehr schönes Video. Passt alles, sehr stimmig. Und als hättest du es geahnt, Natascha, hast du mir gleich wieder in doppeltem den Ball zugespielt, auf doppelte Art und Weise. Mhm. Einmal durch das Thema Hexe und einmal durch das Thema Rose, aber dazu gleich. Mhm. Wir kommen nämlich jetzt zu einem, Musikgenre. Ein Mikrogenre, was im Zeitalter des Internets entstanden ist und was den Begriff der Hexe im Genrenamen trägt. Witch Pop. Witch House. Witch House. Witch House heißt das Genre, schon mal gehört? Nein. Ist ein dunkles, okkultistisch geprägtes elektronisches Musikgenre, Mikrogenre, Musikmikrogenre und eine visuelle Ästhetik, die in den späten 2000er und frühen 2010er Jahren entstanden ist. Die Musik ist stark von zerhackten und verschraubten Hip-Hop-Klängen, Industrial- und Noise-Experimenten beeinflusst und zeichnet sich durch den Einsatz von Synthesizern, Drumcomputern, obskuren Samples, dröhnenden Wiederholungen und stark veränderten ätherischen, nicht wahrnehmbaren Gesang aus. Die visuelle Ästhetik des Witch House umfasst okkulte, von Hexerei, Schamanismus, Terror und Schrecken inspirierte Kunstwerke, Collagen und Fotografien sowie die signifikante Verwendung versteckter Botschaften und typografischer Elemente wie Unicode-Symbole. Was sind Unicode-Symbole? Sonderzeichen. Sonderzeichen. Sonderzeichen, die man mit gewissen Tastenkombinationen aus seiner Computertastatur entlockt, wenn man denn weiß, wie. Genau. Viele Werke von visuellen Witch House Künstlern enthalten Themen aus Horrorfilmen wie zum Beispiel The Blair Witch Project, der Fernsehserie Twin Peaks, Dark Web Videos und Berühmtheiten der Mainstream Popkultur. Häufige typografische Elemente in Künstler- und Titelnamen sind Dreiecke, Kreuze und sonstige Unicode-Symbole, die von einigen als eine Methode angesehen werden, die Szene im Untergrund zu halten und im Internet schwerer zu finden. Sowie Verweise auf die Fernsehserien Twin Peaks und Charmed. Mhm. Witch House wendet Techniken an, wie zum Beispiel drastisch verlangsamte Tempi mit überspringenden, gestoppten Beats von Künstlern wie zum Beispiel DJ Screw, den hatten wir schon mal, gepaart mit Elementen aus anderen Genres wie Ethereal Wave, Noise, Drone und Shoegaze. Shoegaze. Witch House ist auch von Post-Punk inspirierten Bands der 80er Jahre beeinflusst, darunter die Cocteau Twins, The Cure, Christian Death, Dead Can Dance und so weiter, sowie stark beeinflusst von industriellen und experimentellen Bands wie Psychic TV und Coil. Ja, der Einsatz von Hip-Hop-Drum-Machines und Noise-Atmosphäre, gruseligen Samples, dunklen Synth-Pop, beeinflussten Lead-Melodien sowie starken Echo- und Hall-Effekten, stark veränderter, verzerrter und heruntergepitchter Gesang sind die wichtigsten Attribute, die den Sound des Genres charakterisieren. Ja, das Genre stieg Anfang der 2010er Jahre in den Vordergrund, als das Interesse an individuell produzierter elektronischer Musik und Internet-Subkulturen wieder zunahm. Und zwar mit dem zunehmenden Flut von Genres wie zum Beispiel C-Punk und Vaporwave. Vaporwave hatten wir schon mal, genau. Genau, ja, Witch House Musik wurde als provokativ und transgressiv zitiert, wie Popmusik, die aus Castle Dracula weht. Ja, das Genre wird als schleimig, dunkel und transgressiv und das, was die Grenze zwischen abrasiv und harmonisch vermischt, charakterisiert. Wie der Künstler Nugu Jones feststellt, Zitat, der einfachste Weg, den ich finden kann, um Witch House zu beschreiben, stammt aus dieser Szene, die zu Beginn des Films Blade stattfindet. Sie wissen schon, das mit den Vampiren, wo es in einem Club unter Menschen einen Haufen Vampire gibt. Und plötzlich mitten im Tanz verlangsamt sich der Film und Blut spritzt von der Decke. Sehr zur Freude der Vampire und zum Entsetzen der Menschen. Wie ein schwer pulsierender Blutschlag. Ja, der Begriff Witch House wurde lustigerweise 2009 von Travis Egidi geprägt, der unter dem Namen Picture Plane auftritt. Und der Name war ursprünglich an seinen Witz gedacht. Wie Egidi erklärt, auch Zitat, ich selbst und mein Freund Shams machten Witze über die Art von Hausmusik, die wir machen.
Witch House, weil es eine Art okkultbasierte Hausmusik ist. Ich habe diese Beste des Jahres Sache mit Pitchfork, also beste Band des Jahres oder beste Musik des Jahres mit Pitchfork über Witch House gemacht, also das Magazin Pitchfork. Mhm. Ich habe gesagt, dass wir Witch House Band sind und dass 2010 das Jahr des Witch House werden würde. Von da an ging es dann los, so ähnlich wie mit Grunge. Mhm. Aber zu der Zeit, als ich Witch House sagte, existierte es noch nicht mal wirklich. Und kurz nach der Erwähnung bei Pitchfork begannen dann Blogs und andere Mainstream-Musikzeitschriften den Begriff zu verwenden. Ja, er hat dann noch gesagt, dass das Genre trotz Egelis Beharrlichkeit jetzt existiert, in guten wie in schlechten Zeiten. Genau, jetzt müssen wir natürlich ein Klangbeispiel hören. Ja. Und jetzt kommen wir zurück zur Rose. Wir hören nämlich jetzt von Silver Strain, hören wir A Blue Rose. Mhm. Das Ganze ist gleichzeitig zur Musik auch noch eine Hommage an Twin Peaks, wenn ihr euch das Video anguckt. Mhm. Es gibt, glaube ich, keine geilere Video-Hommage an Twin Peaks als dieses Video. Aber haltet euch fest, es ist auch gruselig. Mhm. Sowohl das Video als auch die Musik. Viel Spaß damit.
gar nicht, ob ich schon bereit bin, weiterzumachen, weil es so hypnotisierend war. Also, ist heftig, ne? Krass. Ja, ich finde auch die Atmo in dem Song. Zen. Ja. Aber okkult Zen, ne? Aber total. The Dark Side of Zen. Ja, ihr müsst ich euch. Ich schwebe gerade unter der Decke. Mich nicht, aber. Oh. Also gerade für Twin Peaks Fans unter euch, guckt euch auf jeden Fall den Videoclip dazu an, weil da ist wirklich so viel Liebe zum Detail drin. Es wird auch nur indirekt gespoilt, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Serie und... Nee, kann man sich locker angucken, den Clip. Kann man. Ja. Ne? Auch wenn es, wie gesagt, kurzes, einen kleinen Mini-Spoiler gibt, aber den nimmt man, glaube ich, so nicht wahr, wenn man nicht weiß, worum es geht. Es macht, glaube ich, eher Lust auf die Serie, ja, wenn man das, sie noch nicht kennt. Ja, das denke ich auch. Definitiv. Definitiv. Mission accomplished, würde ich sagen. Ja. Ja. Und du hast es gerade auch schon gesagt, es ist... Diese Ästhetik der Mucke mit den Bildern, also es könnte auch locker Filmmusik total dafür sein. Ja. Oder auch für jeden anderen guten creepy Ghost-Movie-Thing. Ja. Auch gerade Witch House, das Genre, also wenn euch der Sound gefallen hat, da gibt es eine Menge gutes Zeug zu entdecken. Mhm. Also es ist schon vieles ist wirklich sehr düster, aber es ist irgendwie so ein bisschen, habe ich mal mit meinem Bruder drüber gefachsimpelt, so ein bisschen so, als würde Gothic und Wave ins nächste Jahrtausend gehoben worden sein. Ah. Durch diese Vergleich, modernere ja. Ästhetik halt. Ne? Guter Vergleich. Ja, wir gehen aber mal kurz in die Vergangenheit. Ja. Und zwar dachte ich, darf ein Film nicht fehlen, weil er exemplarisch steht für die Verfilmung eines literarischen Stoffes, der zigmal verfilmt wurde, auf die Bühne gebracht wurde, als Stück, als Ballett, als Oper, als Ballett etc. Alles. Der ist so oft verwurst, wie sagt man? Verwurstet? Verwurstet. Verwurstelt. Wie man in Bayern sagen. Ja, wie man die Bayern sagen. Und zwar die Geister, die ich rief. Ja, da kommt er ja endlich. Da ist er. Ja, ich wusste, dass der kommt. Die Geister, die ich rief, musste geil kommen. Ja. Genau, also im Original Scrooged. Mhm. Und der Originaltitel gibt schon einen Hinweis, was die lose literarische Vorlage ist, nämlich Dickens Weihnachtsgeschichte. Ah, krass. Ne, genau. Mhm. Also zigtausendmal... irgendwie verwandelt worden in irgendeinem Genre. Mhm. Warum? Weil es irgendwie auch universell ist. Mhm. Weil es so eine... Ja, hätte fast schon in der Bibel vorkommen können als Geschichte, finde ich, oder? Stimmt, ja. Ja, aber diese Version ist aus dem Jahre 88 und sicherlich eine der bekanntesten, muss man sagen. Ne? Mit Bill Murray, ja, unter anderem. Großartig, genau, ja. Richtig, genau. Regie führte Richard Donner. Richtig. Ja, in den Hauptrollen, wie du schon gesagt hast, Bill Murray, Karen Allen, Avery Woodard und David Johansen. Mhm. Bill Murray spielt Francis Cross. Francis Cross ist Produzent eines Fernsehsenders und reich. Rich. Rich. Zudem kalt und zynisch. Das kann er wie sich das gehört, so für einen reichen Mensch. Das muss ja immer zusammengehören. Ja, wir haben kurz vor Weihnachten und seine geplante Weihnachtssendung. Eine Aufführung von Dickens Weihnachtsgeschichte gestaltet er laut und mit vielen unpassenden Effekten. Ja? Und es soll ein Trailer entwickelt werden für diese Weihnachtssendung. Und da gibt es zuerst irgendwie einen Vorschlag, aber der ist sehr heimelig und weihnachtlich und das gefällt ihm überhaupt nicht. Und er hat im Hintergrund einen anderen Trailer entwickelt mit Knarren und und weiß ich was. Ne? Und so, sie müssen diesen Film gucken. Mhm. Ja, schon da lernen wir eben jenen Francis kennen als irgendwie einen etwas merkwürdigen Typen irgendwie. Zudem quält er sein Team. Also ist total kalt und unangenehm als Chef. Hat auch privat keine Freunde. Und wichtig in seinem Leben ist wirklich nur eine hohe Einschaltquote. Das ist das, wofür er lebt und wofür er atmet. Mhm. Und ein Angestellter, der ihn wagt zu kritisieren, nur so leicht zu kritisieren, dem kündigt er auch direkt. In der Folge, das zieht sich so ein bisschen durch diesen Film, man sieht diesen Angestellten immer mal wieder, verliert der Angestellte seine Familie, greift zur Flasche, wird obdachlos und so weiter. Mhm. Es ist natürlich eine Komödie, ne? Das heißt, das Ganze ist jetzt irgendwie nicht, also ist jetzt kein Sozialdrama oder so, wo wir halt diesen Angestellten begleiten oder so. Auch das ist ein bisschen amüsant dargestellt. Amüsant, wie die 80er Jahre amüsant definiert haben. Das muss man immer dazu sagen. Ja. Ne? Das ist auch so ein bisschen das. Ja, das. Aber da kommen wir jetzt später nochmal zu. Ja, da kann ich heute auch noch was zu sagen. Ja, vielleicht gesehen wird. Genau. Nun ja, jedenfalls erscheint ihm dann eines Tages in seinem Büro sein verstorbener Boss. Auch ganz gruselig gemacht, also wirklich gruselig, finde ich, für meine zarte Seele jedenfalls. Und der warnt ihn eindringlich vor seiner Art. Ne? Ja.
wie er so mit seinen Leuten umgeht, mit seinen Mitmenschen. Und lässt ihn dann zum Schluss an, quasi, er greift ihn mit seiner knöchernen Hand am Hals und lässt ihn aus dem Wolkenkratzer baumeln. Gruselig und erschreckend, ja. Und er prophezeit, dass bald drei Weihnachtsgeister erscheinen werden und so die Arbeit fortführen werden. Mhm. Okay. Francis ist, ne, nachvollziehbarerweise sehr verstört. Ja. Und schockiert, könnte man auch sagen. Genau, und ruft in Panik seine frühere Freundin Claire an. Mhm. Spricht ihr aber auf den Anrufbeantworter, weil sie halt nicht da ist und nicht abnimmt. Okay, wenige Tage später erscheint ihm dann der erste Weihnachtsgeist, wie vorhergesagt. Mhm. Und zwar ist das der Geist der vergangenen Weihnacht. Hier wird er als Geist der Vergangenheit dargestellt oder bezeichnet. Mhm. Und zwar in Form eines schmuddeligen Taxifahrers. Ne? Du erinnerst dich vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Dieser Taxifahrer fährt Francis durch seine eigene Vergangenheit. Mhm. Und das Taxameter zeigt dann entsprechend die Jahreszeiten an, statt des Preises. Ne? Ja. Wir landen also zuerst in der Kindheit von Francis. Und diese Kindheit, man sieht halt Francis vor dem Fernseher sitzen am Weihnachtsabend. Und die Mutter hockt auf dem Sofa, ist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht da. Also, weiß ich nicht, liest in einer Zeitschrift, raucht eine Kippe irgendwie. Kippt eine Rauche, ne? Und dann kommt Vater nach Hause, er ist irgendwie Metzger und als Geschenk, eigentlich hat sich natürlich Francis was ganz anderes gewünscht, irgendwie so eine Modelleisenbahn. Ja, so ähnlich, glaube ich, ein Steak knallt er ihm vor die Füße, weil das ist ja jetzt total teuer und das muss jetzt reichen. Ja. Okay, das heißt, wir sehen alles ein bisschen lieblos. Dann spulen wir weiter vor in seinem Leben, wir fahren weiter mit dem Taxi und beobachten dann, wie er seine Ex-Freundin Claire kennenlernt als junger Mann und alles ist prima. Und dann irgendwann im Verlauf der weiteren Vergangenheitstour sehen wir eben auch, wie die beiden sich getrennt haben. Und der Grund für die Trennung war im Grunde genommen seine Ruhmsucht, also ja, seine Karriere. Ne? Passt. Genau, ja. okay, dann landen wir in der Gegenwart, mhm, wo dann alle seine Mitarbeiter unter seinen üblen Launen auch leiden und das, was die Schwierigkeiten im Leben seiner Mitarbeiter ausmacht, das sieht er halt gar nicht, ne? Obwohl sie es ihm auch erzählen, aber das nimmt überhaupt nicht wahr, also mhm, Krankheiten in der Familie oder schwierige Zeiten oder sowas. Ne? Mhm. Trotz dieser schwierigen Zeit setzen sich aber Claire beispielsweise, die er nämlich jetzt in der Gegenwart auch wieder trifft, ne? Also sie kommt dann auch, sie reagiert auf seinen Spruch auf dem Anrufbeantworter, sie ist also wieder in seinem Leben und wir sehen, wie sie sich gemeinsam mit einer seiner Angestellten namens Grace für Obdachlose einsetzt, also obwohl es ihnen selbst nicht so prima geht, setzen sie sich für andere ein, ne? Und der Geist der Gegenwart, der jetzt eben auch dazugekommen ist, das ist so eine Fee, so eine merkwürdige Fee, die zeigt ihm eben das Leben seiner Mitarbeiter. So, mhm. Und er kriegt halt Einblick in das, was er sonst immer so ja, ignoriert hat. Ne? Okay, und dann taucht der Geist der Zukunft auf. Das ist so eine Art Sensemann mit so einem Monitor als Kopf. Irgendwie total gruselig auch gemacht, so überlebensgroß. Oh, ja. Und der zeigt ihm dann die Zukunft. Und da ist alles noch viel, viel schlimmer. Ne? Also allen geht es richtig dreckig. Mhm. Und ja, der Geist der Zukunft führt Francis eben zu seiner Ex-Freundin, zeigt ihr künftiges Leben, seine Angestellten und schließlich zeigt er eben auch sein eigenes Ende. Mhm. Ne? Wir fragen uns, wird sich Francis nach dieser Erfahrung ändern? Hm. Ja, kann man dann bei Dickens nachlesen oder eben den Film zu Ende gucken? Ja. Ne? Genau. Ja, ich habe den Film in der Vorbereitung nochmal geguckt und dachte, interessant, also wie sich Geschmäcker auch so ändern können. Ja, das ist manchmal so. Also nichts gegen den Film. Es ist schon ein guter Film, muss man sagen. Er setzt den Stoff gut um, ja, er ist unterhaltsam, hat aber eben auch eben gewisse Schwächen. Mhm. Also dieser 80er-Humor, der sich irgendwie nicht so in die Gegenwart retten konnte. Mhm. Teilweise wirklich ein bisschen brachial und albern. Aber irgendwie erfüllt dieser Humor auch seinen Zweck. Mhm. Also dieser Humor kommt auch besonders durch Francis' Figur rüber. Das ist einfach ein bisschen derb teilweise halt so, ne? ja, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie hast du den Film empfunden damals? Oder ja, also damals, weiß ich, hat er mir sehr gut gefallen. Ja. Ich habe ihn auch tatsächlich einige Jahre später dann nochmal gesehen und da waren ähnliche Wahrnehmungen wie bei dir jetzt. Also ich dachte, okay, man merkt ihm das Alter auch irgendwie an. Schon, ne? Ne? Also es ist, manche Filme altern in Würde. Weiß nicht, der ist so, ich sag mal, wenn man Fan damals war, dann findet man ihn auch nach wie vor. Aber ist ein bisschen stecken geblieben in der Zeit. Ja, ja, voll, auch, ne? Voll. Ja, genau. Ja, so ein Dokument, aber so ein Zeitdokument. Schon, genau, genau. Ja. Und das, finde ich, ist vielleicht auch dann doch der Reiz. Also wenn man den Film sieht, dann sieht man auch sofort, warum der Film vielen gefallen hat. Mhm. Ne?
Also insgesamt hat der Film weit über, oder weltweit und auch weit über 100 Millionen Dollar eingespielt. Also war ein richtiger Erfolg. Und vermutlich auch, würde ich jetzt mal so sagen, was ich jetzt so geguckt habe, die wahrscheinlich erfolgreichste Verfilmung des Originalstoffs letztlich auch. Ne? Ich habe eine Zeit lang Beetlejuice und den Film immer durcheinander gebracht. Ich dachte immer, dass Bill Murray auch bei Beetlejuice mitgespielt hat. Gleiches Jahr, ne? 88. Ja, genau. Das ist total, hat mich irgendwie verwirrt, weiß ich noch. Ja. ja, es gibt eine Version des Stoffs aus dem Jahre 1951, namens Scrooge, also nicht Scrooged, sondern Scrooge, eine britische Produktion, und die ist tatsächlich am besten bewertet. Also die hält sich sehr nah am Original, spielt auch tatsächlich, glaube ich, zur Zeit, als das... Als der Stoff von Dickens geschrieben wurde. Ne? Ja, ist aber vielleicht nicht so unterhaltsam natürlich, ne? Für möglich, ja. Aktuellere Sehgewohnheiten. Ne? Bill Murray mochte den Film tatsächlich aber nicht so gerne. Ach, guck mal. Das hätte mich jetzt noch interessiert. Ja, das lag aber daran, dass er und der Regisseur Donner zum einen unterschiedliche Visionen für den Film hatten. Welche genau, habe ich jetzt nicht weiter nachgelesen. Aber da waren sie offensichtlich auf unterschiedlichen Planeten. Ja. Und da kam es dann zu Konflikten. Und insgesamt die Dreharbeiten, also Bill Murray sagt, dass er oft alleine war. Also es gab immer mal wieder Szenen mit anderen, natürlich, klar. Hat er Interaktion mit anderen Leuten im Film. Aber das wechselte halt ständig. Also nie waren Figuren ständig präsent. Und er musste sich immer wieder auf neue Filmpartner einlassen, sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er das auch krasser gesehen, weil er in den Film geraten ist, der ihm dann letztlich nicht so inhaltlich so gut gefallen hat. Und dann findet man ja auch vieles andere einfach doof. Das war nach Ghostbusters, ne? Ja. Ghostbusters. Ja, das war ja eine seiner Paraderollen. Ja, genau. Ja. Genau. Also, ja, kann man sich angucken. Mhm. Ich dachte, ich hole den Film mal raus. Cool. Einfach, um nochmal zu zeigen, wie dieser Stoff, der nun wirklich... klar, und natürlich, die Geister generell, ne? Geister, klar, auch wenn wir auch an Ghost letzte Woche denken... Mhm. Geister haben ja oft eine Funktion in einem Film. Uns ist ja allen klar, okay, das ist jetzt ein Fantasy-Film und sie erfüllen eben eine gewisse Funktion. Hier ist es eben ja in gewisser Weise das Gewissen, so ein bisschen auch, das dich leitet durch deine Taten ein wenig. Ja. Ne? Genau. Das Karma. Ist das so? Keine Ahnung. Ja. Klingt gut, ne? Sagt man. Heißt es, ja. Heißt es. Okay. So steht es, seltsam, aber so steht es geschrieben. Genau, genau. Es gibt einen Song, der auch auf dem Soundtrack vorkommt. Ja. Und ich habe, es ist eine Coverversion, die auch durchaus gut ist, aber mir dann auch ein bisschen zu 80s letztlich war. Ja. Und ich habe mich jetzt für das Original entschieden. Das bedeutet, dass wir diese Sängerin jetzt zum zweiten Mal hören. Also die Coverversion war von Annie Lennox und Al Green, nämlich Put a Little Love in Your Heart. Aha. War mir ein bisschen zu aufgeblasen. Ja. Zu 80s aufgeblasen. Bisschen too much. Okay. Und da hat Jackie DeShannon, die auch What the World Needs Now, die wir auch schon mal gespielt haben, die hat in ihrem Original das Ganze ein bisschen bodenständiger gemacht. Cool. Und die hören wir uns jetzt nochmal an. Das hören wir jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Auch ein guter Backflash. Vielleicht muss ich mir den auch mal wieder anschauen. Genauso wie Beetlejuice, den habe ich auch Ewigkeiten nicht gesehen. Dann rate ich eher zu Beetlejuice. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, weil er special-mäßiger ist. Ja, einfach, der ne? hat sich gehalten. Ja. Geil. Ja, dann komme ich jetzt zu einem Film, der eigentlich sowohl was von unserem Folgentitel hat, als auch von dem Film, den du gerade besprochen hast. Ist, ne? Und zwar, du sagtest gerade, die Geister, die ich rief. Mhm. Unsere Folge heißt, von allen guten Geistern verlassen. Mhm. Der Film, um den es geht, heißt, von allen Geistern besessen. Mhm. Auf Englisch repossessed, war eine Persiflage auf mehrere Filme, unter anderem auf Der Exorzist. Denn niemand Geringeres als Linda Blair spielt hier auch mit. Neben meinem damaligen Lieblingskomödiendarsteller, nämlich Leslie Nielsen, der gerade ein Jahr oder zwei davor die nackte Kanone rausgehauen hatte. So schließen sich alle Kreise. Richtig. Ja. Ja, dieser Film ist aus dem Jahr 1990. Und wie ich schon sagte, eben Linda Blair und Leslie Nielsen in den Hauptrollen. Und die erste Aufführung in Deutschland fand am 16. Mai 1991 statt.
Ich habe den, glaube ich, mehrfach im Kino gesehen. Mehrfach im Kino? Mehrfach im Kino gesehen, ich glaube, 2-3 Mal mindestens. Geil. Der Film kommt kritikmäßig nicht so gut weg, das werden wir gleich noch haben. Ja. Ich habe ihn irgendwann mal Jahre später noch mal gesehen, da habe ich auch gedacht, Alter. Okay, kurz zum Plot. Als Nancy Aglet im Jahr 73 vom Teufel besessen war, wurde der Teufel von Pater Jedediah May-Eye ausgetrieben. Also Jedediah May-Eye ist klar, wer das ist, nämlich Leslie Nielsen. Ja. Und Nancy Aglet ist natürlich Linda Blair. Fast 20 Jahre später ist Aglet eine Hausfrau in einer typischen US-amerikanischen Vorstadtfamilie. Aus dem Fernseher ergreift ein übernatürliches Wesen Besitz von ihr. Na, an was erinnert dich das? Poltergeist. Richtig. Sie verhält sich wieder merkwürdig. Ihr Gesicht ist grün gefärbt. Sie gibt obszöne Wahrheiten von sich. Und kotzt auch gern mal im Strahl das ganze Zimmer voll. Das war ein beliebtes Stilmittel zu der Zeit. Ja. Ne? Wird hier richtig ausgereizt, also viel mehr geht nicht. Ja. Die Ärzte können ihr nicht helfen und sie wendet sich an May-Eye, der sich aber für eine erneute Teufelsaustreibung als zu alt erklärt. Er verweist sie an den unerfahrenen katholischen Geistlichen Pater Luke Brophy, gespielt von, ich weiß nicht, wie der Kollege heißt, aber ist derselbe Typ, der auch bei hier die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ist es auch von Jerry Zucker übrigens? Nein, es ist nicht. Ah. Es ist nicht. Da wollte ich nochmal ganz dringend darauf verweisen. Okay. Man merkt in jeder Sekunde, dass hier darauf versucht wird zu machen, wie Jerry Zucker zu sein. Es gelingt leider nicht im Geringsten. Okay. So, ne? Es ist auch zwischendurch wirklich witzig, aber längst nicht so gut und geschickt gemacht wie bei den Zucker Brothers. Ja, als sich dieser Luke Brophy dann bei der Führung der katholischen Kirche um Unterstützung für den Exorzismus bemüht, wird die Angelegenheit dann stattdessen in die Hände des medienerfahrenen und geldgierigen Fernsehpredigers Ernest Weller gegeben. Der will die Teufelsaustreibung in Form einer Live-Show im Fernsehen zeigen und die Übertragung gerät zum Desaster. Linda Blair spielte in dem der Handlung zugrunde liegenden Horrorfilm Der Exorzist Regan McNeil, ein junges Mädchen, das von Dämon besessen ist. Und zur Vermeidung rechtlicher Schwierigkeiten änderte man den Namen von Blairs Charakter in Von allen Geistern besessen, jedoch von Regan zu Nancy. Hiermit wollte man zugleich auf Nancy Reagan hinweisen, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten die Ehefrau des amtierenden US-amerikanischen Präsidenten war. Ja, Linda Blair äußerte gegenüber der Presse, dass sie mit diesem Film ihre Rolle als besessenes Mädchen ablegen wollte. Sie beschwerte sich jedoch im Nachhinein darüber, dass die Werbekampagne des Films letztlich auf sie zugeschnitten wurde, anstatt den eigentlichen Star des Films, Leslie Nielsen, hervorzuheben. Dies habe zum Misserfolg des Films beigetragen. Das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt, aber muss wohl so gewesen sein. Ja, das Lexikon des internationalen Films... Aber wie merkwürdig, man will die Rolle abschütteln und... Und wird drauf festgenagelt, ne? Genau. Ja, freiwillig. Ja, genau. Wobei, festgenagelt auch in dem Zusammenhang. Ja, okay. Das Lexikon des internationalen Films gesteht dem Film lediglich einen geringen Unterhaltungswert zu, der auch noch von der Synchronisation unterminiert würde. Das ist tatsächlich wahr. Also die deutsche Synchro ist so scheiße. Also wirklich, wirklich kaum noch zu toppen. Und das war auch das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, deutsch synchronisierte Filme sind nicht wirklich gut. Oft. Es gibt seltene Ausnahmen, aber in diesem Fall in Englisch gucken 1000-mal besser. Ja. Ja, der als wüste Parodie inszenierte Film parodiere zwar die bekannte Horrorfilmreihe und greife dabei auch scheinheilig salbadern amerikanische Fernsehprediger an. Er verliere dabei jedoch in einer wilden Mischung aus Gags, Plattheiten und manchen Geschmacksunsicherheiten Ziel und Rhythmus. Und das ist genauso, beschreibt es eigentlich optimal. Es ist teilweise wirklich so aneinandergereihte Gag. Salven? Stumpfe Gagsalven, ja. Dass es halt einfach irgendwann nicht mehr witzig ist. So, es ist verpufft dann so. Ne? Und das kann die Zucker Brothers halt viel besser. Weil bei den Zucker Brothers ist, finde ich, immer der Humor, der sich aus einer Situation ergibt. Ja. Und wenn du den Film dann 2-3 Mal guckst und du merkst im Hintergrund, was da noch alles passiert, was du beim ersten Mal gar nicht gesehen hast. Ne? Ja, das ist einfach so geil. Und das schaffen die hier leider gar nicht. Ich weiß nicht mal, wer das Ding gemacht hat. Ja, der Hauptdarstellerin des Films bescheinigt die Zeitschrift Cinema in ihrer Selbstparodie ganz tief gesunken zu sein. Oh no. Und die Seite Kino.de sieht in dem mit abstrusen Späßen und gnadenlosem Humor daherkommenden Film einen nicht immer treffsicheren, dafür umso ausgelasseren Klamauk und bescheinigt dem stets hinreißenden Leslie Nielsen, das stimmt tatsächlich, der rettet den Film wirklich, im Alleingang für den Erfolg der Komödie sorgen zu können. Das ist wirklich so. Also wenn Leslie Nielsen da nicht mitspielen würde, wäre es... dann wäre es wirklich komplett zu vernachlässigen. Ja. Also Leslie Nielsen hat ja leider nach der Nackten Kanone einige Filme noch gedreht, die ja nur so mäßig erfolgreich waren. Was aber nicht an Leslie Nielsen liegt.
Ne? So, der spielt sich jedes Mal im Kopf und Kragen. Nee, der ist tot. Der ist tot? Mhm, vor einigen Jahren. Er ist jetzt ein Geist? Er ist jetzt von allen guten Geistern besessen. Besessen. Ja, ich möchte noch ein Musikstück spielen, natürlich. Diesmal habe ich den Titel des Films versucht aufzugreifen. Das ist kein Stück aus dem Soundtrack. Wir hören ein Stück, was weniger bekannt ist, von der australischen Super-Pop-Group Crowded House. Oh, hören wir I Feel Possessed. Oh. Viel Spaß. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja. I Feel Possessed. Hm. Ihr seid hoffentlich nicht possessed. Nein. Nach dieser krassen Folge. Die bösen Geister sind noch mal, haben noch mal Abstand genommen von euch, hoffentlich. Ja, uns bleibt ja eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Ich wollte eigentlich nur noch abschließend sagen, dass wir natürlich einiges, wie uns ja auch im Off gerade auffiel, auch entglitten ist. Ne? Ghostbusters zum Beispiel. Genau, wäre ein Film, der super gepasst hätte. Ne? Auch so ein paar andere asiatische Grusel- und Horrorgeschichten fallen mir noch ein. Dann habe ich eine Sache jetzt auch nicht drin gehabt. Damit wollte ich eigentlich noch mal auf die Gespenstergeschichten, auf die Comics zurückkommen, nämlich auf den Ableger John Sinclair. Mhm, der wird aber mit Sicherheit noch mal in der Monumente-Folge. Wenn es ein Monument gibt in dem Groschenroman-Segment, dann ja wohl das. Ne? Ja, ich hätte noch ein Stück, weil wir haben einen noch nicht mehr erwähnt, den ich natürlich noch erwähnen muss, nämlich East Ghost. Den hatte ich ja in der ersten Folge schon doppelt gefeatured, der kommt jetzt nochmal mit einem Song. Und zwar mit einem fantastischen, ja, was ist das? Irgendwo ist es auch Dream Pop, aber irgendwo ist es das auch nicht. Irgendwie ist es dafür zu, ja, ich weiß nicht, wo ich es einklassifizieren soll. Ganz einfach. Nee, nightmarisch ist es gar nicht. Es ist eher wieder so, es ist eher so, ja, so ätherisch halt, so wie er halt ist. Er hat ja so einen ätherischen Style und hier singt er halt auch. Ihr hört mal auch erstmal, was er für eine geile Stimme hat. Und das Stück trägt den schönen Titel Bruder, Brother. Mhm. Das hören wir jetzt zum Rausschmeißen und ja, wir hoffen, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ihr habt euch nicht zu doll gegruselt. Ja, und verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Bye. 1000 Jahre Kultur. Thank you.
tell you.